Die heutige Ausgabe ist in freundlicher Zusammenarbeit mit Blinkist entstanden. Dazu später mehr. Der Generalinspektor der NASA bezeichnet das Artemis-Programm bei einer Anhörung des US-Kongresses als nicht nachhaltig. Das Problem sind nicht die Menschen, die an den Systemen arbeiten. Das Problem sind die Auftragnehmer. Genauer gesagt, ihr Management. Aber auch NASA intern läuft vieles schief. In dieser Ausgabe erkläre ich dir, warum ich glaube, dass die NASA von einigen hinterhältigen und gierigen Unternehmen erpresst und ausgenommen wird. Wir beleuchten auch, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und am Ende des Tages, Achtung, Spoiler-Alarm, steht SpaceX wieder als der Erlöser da. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Nach unzähligen Verspätungen ist der nächste Termin für das Rollout des SLS der 17. März. Aber da wird die Rakete nur für einige Tage zur Startrampe gebracht. Danach wird es noch einmal zurück ins berühmte Vehicle Assembly Building oder kurz VAB gerollt. Der frühestmögliche Starttermin ist in den Sommermonaten. Manche könnten meinen, dass Verspätungen in der Raumfahrt auf der Tagesordnung stehen, aber dazu kommen wir später noch einmal. Vorher möchte ich dir noch einen Überblick über die Anhörung des US-Kongresses zum Artemis-Programm der NASA geben. Wichtig zu wissen ist, dass das Büro des Generalinspektors der NASA oder kurz OIG schon im November 2021 einen Bericht zu Artemis veröffentlicht hatte. Ich habe damals berichtet, das Video dazu findest du hier in der Infobox. Also, die besagte Anhörung fand am Dienstag, dem 1. März statt. Es waren zahlreiche Zeugen und Vertreter der Öffentlichkeit geladen. Die interessantesten Abschnitte der knappen 2 Stunden waren die Redezeiten von Paul Martin, dem Generalinspektor der NASA. Er meint, es gibt Probleme mit der Planung, dem Management, der Organisation und der Durchführung. Also keine gravierenden Probleme. Alles entspannt. Und nur der Vollständigkeit halber, das Amt heißt im Englischen Office of Inspector General oder kurz OIG. Seine Aufgabe ist es, das Vorgehen der NASA zu evaluieren. Das OIG ist aber selbst Teil der NASA. Also quasi eine interne Aufsichtsinstanz und Stabsstelle ohne Weisungsbefugnis. Generalinspektor Martin hatte wenig Gutes über das Artemis-Programm zu sagen. Wobei Programm hier auch nicht das richtige Wort ist. Denn Artemis ist NASA-intern nicht als Programm oder Projekt definiert. Niemand ist in Wirklichkeit verantwortlich für das gesamte Projekt, weil Artemis auf unzählige einzelne Initiativen aufgeteilt ist. Wer sich schon mal mit Projektmanagement beschäftigt hat, wird wissen, dass es durchaus Sinn macht, kleine Arbeitspakete zu erstellen. Aber irgendwo müssen alle Fäden zusammenlaufen. Und genau das passiert bei Artemis nicht. Nenn mich einen Verschwörungstheoretiker, aber hier ist, was ich glaube, dass passiert ist. Oder auch weiterhin passiert. Es gibt bestimmte Auftragnehmer der NASA, die den Markt für Jahrzehnte beherrschten und eine Art Monopolstellung genossen. Bis SpaceX um die Ecke kam. Und genau diese Monopolstellung haben sie genutzt, um die NASA und die US-Steuerzahler über den Tisch zu ziehen. Der Kongress hat bereits mehrmals eine vollständige und realistische Kostenaufstellung für Artemis angefordert, jedoch niemals erhalten. Und wenn etwas kommt, dann kommen Teilkostenrechnungen, die nur einzelne Initiativen betreffen und oder unvollständig sind. Es scheint, als würde man versuchen, hier etwas zu vertuschen. Martin nennt das Kind beim Namen. Das eine Kind heißt Cost-Plus-Vertrag und sein Geschwisterchen ist Boeing. Wer Mars-Chroniken schon länger schaut, weiß, dass ich weder Wissenschaftler noch Ingenieur bin. Ich habe Mars-Chroniken gegründet, um immer weiter zu lernen und mich persönlich zu entwickeln. Oft versuche ich Inhalte zu verstehen, die einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Normalerweise reicht es auch, wenn ich einfach mal die Kernaussage eines Buches verstehen würde. Und hier kommt Blinkist ins Spiel. Ich habe zum Beispiel Stephen Hawkings Eine kurze Geschichte der Zeit als Hörbuch gehört und mitgelesen. Das geht ganz easy mit der Blinkist-App. Also ich glaube, ohne Blinkist hätte ich mich niemals an ein Stephen Hawking Buch herangetraut. So habe ich die Kernaussage aus diesem Bestseller in 15 Minuten verschlungen.
was mich normalerweise vielleicht ein Jahr gekostet hätte. Denn da geht es darum, das gesamte Universum inklusive Raum-Zeit-Kontinuum, der Zeit selbst und das Licht zu verstehen. Und das alles noch vor dem Frühstück. Ich finde diese App wirklich sinnvoll, da sie mir hilft, große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für meinen Kanal zu erschließen. Nur das Mars-Chroniken-Publikum erhält mit dem Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar natürlich auch ein kostenloses 7-Tage-Probeabo und einen 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Also schlag gleich zu, sichere dir dieses Angebot und schreib mir gerne deine Erfahrung mit Blinkist in die Kommentare. Zurück zum SLS. Es gibt natürlich auch einige andere Unternehmen, die an der Abzocke beteiligt sind, aber diese werden nicht genannt. Boeing als Auftragnehmer der NASA unter Cost-Plus-Verträgen habe sich angewöhnt, ineffizient und extrem risikoavers zu arbeiten. Er kritisiert, dass Boeing bisher 86% aller möglichen Boni erhalten habe, obwohl sie in jeder Hinsicht Jahre hinter dem Zeitplan und Milliarden über Budget arbeiten. Das Problem mit diesen Verträgen ist, dass der Auftragnehmer ab dem Moment, wo er den Zuschlag erhält, keinen Anreiz mehr hat, effizient zu arbeiten. Im Gegenteil, je länger er braucht, desto mehr verdient er. Was dann passiert ist, dass Boeing hergeht und behauptet, wider besseren Wissens natürlich, ein Projekt kostet nur einen Bruchteil seiner realen Kosten, um den Zuschlag zu erhalten. Ist das einmal geschehen und einige Jahre sind vergangen, können sie nach und nach die Kosten langsam anheben. Hier wird der Kongress in die Ecke gedrängt. Denn wenn sie gewisse Systeme dann wirklich haben wollen, müssen sie die Budgetüberschreitungen zahlen. Klarer Fall von gemeiner Erpressung. Und da der Kongress nicht gerne zugibt, wenn sie erpresst werden, zahlen sie einfach, denn das Geld kann man ja einfach drucken. Ich habe schon gesagt, dass Artemis nicht nur das Space Launch System, also die Rakete, sondern auch viele andere Systeme benötigt, um ihr Ziel zu erreichen. Dieses Ziel ist nichts Geringeres als eine dauerhaft besetzte Mondbasis und in weiterer Folge auch eine Basis auf dem Mars zu errichten. 2016 schätzte die NASA die Gesamtkosten eines solchen Programms auf 200 Milliarden US-Dollar. Laut den Angaben der NASA werden sie bis 2025 68 Milliarden ausgegeben haben. Das OIG korrigiert diese Zahl auf 93 Milliarden, denn in der Kalkulation fehlen wichtige Posten. Es fehlen einfach mal so 25 Milliarden. Dabei deckt dieses 25 Milliarden Defizit noch nicht einmal die Gateway-Raumstation im Mondorbit, die Exploration Upper Stage, die SLS Block 1B oder den Mobile Launcher 2 ab. Ich glaube nicht, dass die NASA oder Boeing nicht rechnen können. Ich glaube, dass Boeing, ich sag's mal so, seine Verträge auskostet, solange sie noch können. Denn die NASA und der Kongress haben verstanden, was hier passiert. Die Umstellung auf Fixpreisverträge ist in vollem Gange. Hier ein anderer Fall von gierigen Management-Tricks aus dem Hause Boeing. Für die Entwicklung von Starliner hatte Boeing einen Fixpreisvertrag erhalten. Genau wie SpaceX. Nur bekam Boeing damals schon mehr Geld als SpaceX, aber das nur nebenbei. Während SpaceX mehr oder weniger pünktlich vor 2 Jahren eine betriebsbereite Crew-Kapsel, nämlich die Dragon, lieferte, tümpelt Boeing mit ihrer Starliner-Kapsel noch immer so vor sich hin und hat keinen einzigen Erfolg vorzuweisen. Und hier die Krux an dieser Geschichte. Boeings Management dachte, dass sie bei der Kunde die NASA war, damit davonkommen könnten, eine miese Arbeit bei einem auf Meilenstein basierenden Fixpreisvertrag zu leisten und die Meilensteine erst richtig zu beenden, wenn sie viel zusätzliches Geld bekommen. Der Plan ging nicht ganz auf, da sich die NASA nicht darauf einließ, zusätzliches Geld zu zahlen und den alten Cost-Plus-Status wiederherzustellen. Das führte dazu, dass Boeing ihren orbitalen Testflug oder OFT im Dezember 2019 durchführte. Dabei war Starliner noch lange nicht bereit, den Betrieb aufzunehmen. Nach diesem Schlamassel forderte Boeing in monatelangen Verhandlungen, dass die NASA die Kosten für den Fehlschlag tragen solle. Obendrein solle die NASA zusätzliches Geld überweisen, damit Boeing die Starliner-Meilensteine erreicht. Zum Glück hatte die NASA in diesem Fall SpaceX's Dragon-Kapsel und musste sich nicht erpressen lassen. Denn so funktionieren Fixpreisverträge nicht. Boeing scheint mit aller Gewalt die alte Ära wieder herbeibeschwören zu wollen. Es ist wichtig, sich diese Geschichte vor Augen zu halten, denn Boeing ist stark in Artemis involviert. Sie entwickeln die Kernstufe für die Rakete. Und hier ist wieder dieser alte fiese Trick, die sogenannte Partial Cost Policy.
Demnach wird nur ein Bruchteil der wahren Kosten budgetiert, um im Kongress einen besseren Eindruck zu erwecken. Das klingt doch nicht nach einem Management, das ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Petto hat. Das klingt eher nach Betrug und Erpressung. Hau gerne auf Daumen hoch und abonniere Mars Chroniken, damit du auch in Zukunft keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Der Generaldirektor rechnet vor, was in seinem Bericht vom November auch steht. Die Rakete inklusive zwei Feststoffmotoren, 4 RS-25 Triebwerken aus der Shuttle-Ära für die erste Stufe und die Oberstufe mit allem, was dazugehört, kostet 2,2 Milliarden. Nur zum Vergleich, Starship wird im schlimmsten Fall 10 Millionen US-Dollar pro Start kosten. Also kostet eine SLS-Rakete so viel wie 220 Starship-Starts. Echt starke Leistung. Die Orion-Kapsel kostet eine zusätzliche Milliarde. Man addiere weitere 300 Millionen für das europäische Service-Modul und 568 Millionen für Bodensysteme und man erhält die magische Zahl von rund 4,1 Milliarden US-Dollar pro SLS-Start. Zumindest für die ersten vier. Um dieses Geld könnte Elon in einigen Jahren vermutlich über 2000 Starships starten. Sein Preisziel für Starship liegt bei 2 Millionen US-Dollar. Das ist einfach absurd. Wenn wir diese Zahl durch die 60 Tonnen Nutzlast Richtung Mond teilen, dann kommen wir auf einen Kilopreis von fast 70.000 US-Dollar. Gratulation. Bei solchen Preisen wird es wohl schwer werden, eine dauerhafte und nachhaltige Mondbasis zu errichten. Hier wurden kurzfristige Gewinne dem strategischen Erfolg der Mission vorgezogen. Das ist echt schade. Natürlich kann man sagen, dieses Programm hat Arbeitsplätze geschaffen. Man könnte ja weiterhin so viele Menschen beschäftigen, aber künstlich Projekte extra lang als Cash-Cows zu melken, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Wie gesagt, die NASA hat gelernt. Zwar auf die harte Tour, aber doch. Tatsache ist, es ist noch viel zu tun. In einem anderen Bericht des OIG vom August 21 wird erläutert, wie es um die neuen Weltraumanzüge der NASA steht. Mittlerweile hat die NASA rund 420 Millionen US-Dollar in deren Entwicklung gesteckt. Und laut Generalinspektor Martin sind die Anzüge frühestens 2024 einsatzbereit. Inzwischen hat SpaceX auch mit der Entwicklung eines Raumanzuges begonnen, mit dem man das Raumschiff auch wirklich verlassen kann. Diese neuen SpaceX-Anzüge oder Prototypen davon könnten schon bei der Mission Polaris 1 oder Dawn zum Einsatz kommen. Da wird Jared Isaacman eine Mission anführen, bei der zwei der vier Crewmitglieder die Dragon-Kapsel verlassen werden. Und das soll schon dieses Jahr stattfinden. Also da frage ich mich echt, was die anderen Mitbewerber in dieser Branche so machen den ganzen Tag. SpaceX ist ja auch gerade dabei, die Mondlandefähre für die Artemis-Missionen zu entwickeln. Aber hier sind wir schon bei Artemis 3. Diese ständigen Intrigen, Lügen und Budgetüberschreitungen haben kaskadierende Effekte. Ich habe das Gefühl, dass am Ende des Tages alles von SpaceX geliefert werden wird. Denn selbst wenn die SLS-Rakete cool und schön zum Ansehen ist, nützt das leider nichts, wenn ein Start so viel kostet wie das Bruttoinlandsprodukt der Malediven. An mehreren Stellen wird angemerkt, dass andere Länder aggressive Zeitpläne für die Besiedelung von Mond und Mars verfolgen. Explizit wird China genannt. Implizit nennen sie Russland. Um Europa braucht man sich keine Sorgen machen. Die sind gerade erst aus dem Bett gestiegen. Guten Morgen. Sowohl NASA als auch ESA müssen ein radikales Umdenken einleiten. Um zumindest das Artemis-Programm zu retten, schlägt das OIG vor, das gesamte Programm unter einem Programmdirektor zu subsumieren und dann einen realistischen Zeit- und Kostenplan erstellen. Aber das scheint nicht ganz so zu funktionieren. Ich kann mir nicht helfen. Ich rieche die Arbeit von Boeing-Lobbyisten. Schreib mir in die Kommentare, was du davon hältst. Die aktuelle dezentrale Organisation spielt nur Firmen wie Boeing in die Hand. Das ist der dreiste Versuch, Kosten zu verstecken. Wenn alles nach Plan läuft, und das tut es selten, dann sollte Artemis 1 diesen Sommer starten. Dabei wird eine Orion-Kapsel einmal um den Mond geschickt. Artemis 2 findet nicht vor 2024 statt, tendenziell eher 2025. Das ist eine lange Zeit zwischen diesen zwei Missionen. Was wiederum Artemis 3 verzögert. Das ist die Mission, bei der die Menschen wieder auf dem Mond landen sollen tatsächlich. Der Plan war es, 2024 auf dem Mond zu landen. Also wird Artemis 3 nicht vor 2026 stattfinden. Aber 2027 ist viel realistischer. Wir sehen, dass dieses Konstrukt träge ist und eingeschlafene Beine hat. SpaceX daneben wirkt wie Usain Bolt vor einem 100-Meter-Sprint. Frühere Erfolge sind aber kein Garant für zukünftige Abenteuer, meine Lieben. Raumfahrt ist schwer,
Aber man sollte das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht zur eigenen Bereicherung missbrauchen. Der Generalinspektor meint auch, dass die NASA ihr Risikomanagement überdenken muss. Astronautische Missionen müssen sicher sein. Punkt. Aber manchmal sollte man kleine Risiken eingehen. Nur SpaceX wird von einem Kongressabgeordneten als positives Beispiel hervorgehoben. Sie stellen ein Angebot und halten sich daran. Wenn der Vertrag nicht eingehalten werden kann, dann zahlt der Kunde auch nicht. Ganz einfach, wie in jeder anderen Branche auch. SpaceX ist ja auch Spezialist darin, bei der Frage danach, was selbst hergestellt, was ausgelagert und was eingekauft wird, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Boeing war es gewohnt, dass das Geld fließt, auch wenn man die falschen Entscheidungen trifft. Wenn ein Projekt rechtzeitig fertig ist, gibt es einen Bonus. Wenn es Verspätungen gibt, dann gibt es Nachzahlungen. Wunderschöne Blase, in der Boeing da herumschwebte. Aber die Blase ist jetzt geplatzt, es ist vorbei, alle wissen Bescheid. Und was ich irgendwie witzig finde, ist, dass diese Systeme für einige wenige Missionen konzipiert wurden. Vieles davon kann für nichts anderes als die Artemis-Missionen verwendet werden. Kein Privatkunde, aber auch nicht das Militär wird 4 Milliarden für einen Raketenstart ausgeben und dann noch die Nutzlast und Versicherungen zahlen. Das bedeutet, dass die Frage nach den Skaleneffekten gar nicht erst zulässig ist, weil sie niemals erreicht werden können. Ich habe noch eine Geschichte, die wie ein Witz klingt, aber echt so passiert ist. Als Blue Origin den Vertrag für die Mondlandefähre nicht bekommen hat, haben sie geklagt und so auch für Verzögerungen und Extrakosten gesorgt. Also nicht nur nichts beitragen, sondern auch noch aktiv in den Weg stellen. Toll, ja? Zu diesem Theater habe ich auch schon mehrere Ausgaben produziert. Du findest sie in der Videobeschreibung unten. Eine seriöse Schätzung für die erste astronautische Mission zum Mars im Rahmen von Artemis kann man nicht wirklich machen. Manche wünschen sich 2033, aber wenn es so weitergeht, dann ist Artemis erst Ende der 2030er Jahre auf dem Mars. SpaceX wird vermutlich früher dort sein. Auch China und einige andere Nationen werden es wagen. Dieser ganze Aufwand zum Mond zu kommen, dient für alle Player nur als Klassenzimmer für den Mars. Und so viel ich auch daran auszusetzen habe, Artemis ist ein tolles Programm oder tolle Initiativen oder was auch immer. Artemis ist wichtig und deswegen setze ich mich so sehr dafür ein, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Bevor ich zum Schluss der heutigen Sendung komme, habe ich noch einige Neuigkeiten von den Artemis Accords. Das ist eine Reihe bilateraler Vereinbarungen zwischen den USA und anderen Ländern, die sich im Rahmen der Monderkundung dem Schürfen von Rohstoffen widmen. Mittlerweile sind neben den USA 17 Länder dabei. Ich nenne jetzt nicht alle, aber Australien, Bahrain, Brasilien, Kanada, Isle of Man, Israel, Italien, Japan, Südkorea, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Polen, Rumänien, Ukraine und die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich. Ups, jetzt habe ich doch alle genannt. Sorry. Und laufend unterschreiben weitere Nationen. Das ist eine gute Möglichkeit, extra Ressourcen zusammenzukratzen. Ich würde mir wünschen, dass man allen Nationen erlaubt, hier teilzunehmen. Nur so kann man die friedliche Nutzung des Mondes garantieren. Aber ich habe das Gefühl, dass hier auch politisiert wird. Darauf gehen wir heute aber nicht ein. Der neu entbrannte Konkurrenzkampf zwischen Osten und Westen, und das sage ich nur ungern, könnte der Raumfahrt, wie im Kalten Krieg auch, einen weiteren Aufschwung geben. Die Politik erkennt immer mehr den strategischen, aber auch taktischen und wirtschaftlichen Nutzen der Raumfahrt. Nur schade, dass wieder ein Konflikt dazu notwendig war. Noch eine schnelle Erinnerung, dass du mit dem Link in der Videobeschreibung ein kostenloses 7-Tage-Probeabo und einen Rabatt von 25% bei Blinkist bekommst. Also gleich auf den Link klicken und kostenlos ausprobieren. Danke fürs Einschalten. Per aspera, ad astra.